Ja, ein Hallo und Servus hier wieder aus Österreich. Mein Name ist Dieter Mohr, ich bin Geschäftsführer von Ertig Solar und heute möchte ich in einem kurzen Baustellenvideo ein Projekt vorstellen, bei dem Photovoltaikelemente in ein Glasdach im Tiergarten Schönbrunn installiert werden. Ja, vielleicht kann man im Hintergrund ein paar Gebäudeelemente noch sehen. Das ist ein Gebäude, das stammt aus 1828. In diesem Jahr hat Ägypten an den österreichischen Kaiser eine Giraffe übergeben. Das war damals eine Sensation, ein Geschenk an den Kaiser. Und seitdem ist relativ wenig umgebaut worden. Man kann sich vorstellen, dass der Denkmalschutz sehr hohen Stellenwert darauf legt, dass das Gebäude im alten Zustand bleibt. Andererseits legt der Tiergarten Schönbrunn auch einen hohen Stellenwert an den Umweltschutz. Und insofern hat man versucht, bei diesem Projekt beide Dinge sprichwörtlich unter ein Dach zu bringen. Der Wiener Architekt Peter Hartmann hat sich da eine Vorliebe der Giraffen zunutze gemacht. Die lieben normalerweise die Wärme, kommen ja auch aus Afrika. Und insofern musste da ein Wintergarten geplant werden. Wintergärten weiß man aber, im Sommer überhitzen die sehr stark und da musste man sich was überlegen, wie man den gleichzeitig auch wieder ein bisschen abschatten kann. Und da hatte der Architekt Hartmann eine glorreiche Idee. Er hat dieses Tonnendach als Schirmakazie konzipiert. Das soll heißen, es wurde mitten im Dach, im Gebäude, eine Säule errichtet, die sich nach oben verästelt. Das sieht dann aus wie ein Baumstamm und in den Glaselementen wurden dann vereinzelt ganz beliebig angeordnet, Solarzellen integriert und die sollen diese Blätter der Akazie darstellen. Insofern ist das sehr interessant, weil wir in den vergangenen Jahren schon alle möglichen multifunktionalen Anlagen gebaut haben, von begehbaren Sonnendenkmälern in Sada bis hin zu Sonnenblumen, die mit LED zu leuchten beginnen, je nachdem wie das Publikum interaktiv diese Sonnenblume bedient. Und in diesem Projekt ist es mehr oder weniger ein Abschattungsprojekt, ein Stromproduktionsprojekt und auch ein Baumprojekt. Also wie gesagt, es soll eine Schirmakazie sein. Leider muss ich sich vertrösten, denn das Giraffenhaus wird erst im Frühjahr 2017 eröffnet. Ich kann Ihnen aber nur empfehlen, das Gebäude unbedingt zu besuchen und empfehle Ihnen auch, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, weil da immer wieder Neuigkeiten eingestellt werden.